Du, ich hab da hinten noch ein ganzes Packen. Good morning, agents. Morgen. A mysterious cyber hitman has been wreaking havoc lately on the world's network. We think this terrorist is accessing a microchip found in smart glasses to permanently erase. Ich freue mich schon auf die Quest mit dem Phone entlocken. Given how secure these microchips are, mit dem Phone mit dem Train, ne? So our first suspect is Nimbus Web Optics, the manufacturer of the most popular brand of smart glasses in the world. Das andere Ding da. Tonight, when no one's present, you'll infiltrate the Nimbus. Warum muss ich, also warum musst du eigentlich mit dem Boot so nah mit ranfahren? Damit ich in deiner Verbindung, in der Verbindungsreichweite bin. Also du. Verstehst du? Ah ja. Ich hab nicht zu viel, so viel Reichweite. Oha. Wer bist du denn? You're in the lobby. Good morning. Hackerman. ID Aaron. I am Aria. Guten Morgen, no ID Error. How may I help you today? Ich möchte gerne mit dem. Ah ja. Nimbus Web Optics, Zugriff erzwingen. Let me know if you need anything. Okay, du bist auf der ersten Ebene. Ja. Das ist okay, Nimbus Web Optics, eine Ehre für Sie, die Silberbrille. Okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich brauche eine Identity, sonst kommen wir nicht rein. So, Tracy Cam, Nimbus-Punkte 2740. Ich glaube, es ist, glaube ich, egal, welche du nimmst. Willst du eine Tracy Cam sein? Ist mir egal, welche. Oh, gibt's hier die Dingsbumskirchen? Wie denn der Rodriguez? Hier. Das ist Barbara Lambert, schade. Fucking Michael Jackson. Hihi. Als Frau. Good. Now start making your way towards the mainframe. Good morning, Courtney. Ach so, das war das mit den Drohnen, glaube ich, ne? Das kommt auch gleich. Morgen, Courtney. Hauptserver Callcenter. Ich glaube, wir müssen. Du benötigst einen Termin, rechts. Um das Text. Ja, Andi, ja, das ist gut. Ich muss erstmal mich auch umgucken. Nee. Mal, ich bin das letzte Mal nicht so rumgelaufen. Good morning, Courtney. I'm surprised to see you ready for work so early today. Your dedication is appreciated. Hi. Oha. Jetzt mal rausfinden. Hä? Rausgetippt. Arbeitsstations-ID? Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Warte, ich finde das noch nicht. Internetdienste? Ah, Termine. Glaube ich. Ja. Arbeitsstations-ID, ja. Ja, 337. Ja. 499. Aha. Welchen Tag haben wir? Das muss sowieso, glaube ich, auf heute direkt gestellt werden. Ah ja. Ja, nur hier. Kriegst du morgen. Die Uhrzeit okay. Am besten auf 5 Uhr stellen. Umstellen. Abteilung auswählen, Meeting mit. Technikzentrum. Technikzentrum. 15 Uhr hast du gesagt? 5 Uhr. Grüß. Ja. Okay. Making good progress. Keep looking for the mainframe server room. Kannst, rüber. Welche Ebene muss ich? Auf die dritte wahrscheinlich. Ebene 1 ist das Technik. Oh, da bin ich schon. Hauptserver müssen wir. Ja. 3. Du solltest in der Ebene 3 sein. Verweigert. 3. Verweigert. Ich brauch einen Zugang. Verweigert. Ich brauch einen Zugangscode, ich weiß aber nicht welchen, warte, Aufzüge.
Bist du gerade nach oben gefahren? Nein. Scheiße. Mein Aufzug ist immer noch im ersten Stock. Hast du irgendwo eine Seriennummer? Ich habe nämlich eigentlich keine Ahnung, wie du mich hochgefahren hast. Ich hab eine Seriennummer, aber ich habe bei mir habe ich einfach alle Aufzüge in den dritten Stock fahren lassen. Ah, okay, also hast du es eigentlich auch so gemacht, okay. Aber ich habe theoretisch eine Seriennummer für dich. Ja, hau mal raus. JDUASYD7738403AH21. Okay, das ist ja dann der. Ich fahre. Okay. Ich habe hier Nimbus Sicherheitszugangscode. Ja. 5050. So far so good, but be careful. Okay. I detect heavy surveillance ahead. Okay, Hauptrechnernetzwerk, IP-Adresse. Jetzt kommt die Sache mit den Drohnen. Ja. Forschung und Entwicklung, Sicherheitsdrohnen. Okay, da ist die Rezeption. Wie fahren die denn? Der fährt da. Du bist bereit. Ich bin bereit, wenn du sagst, dass die Drohnen weg sind. Geh direkt in den rechts rein. Fällst du da außer Betrieb, passt. Außer Betrieb. Ah ja, außer Betrieb, okay. Dann haben wir ein Problem. Ja, du hast mir die Tür nämlich wieder zugemacht. Good. Now start making your way towards the mainframe server room. Okay, du musst. Keine Ahnung. Du musst auf jeden Fall, wenn ich die Tür aufmache, rennst du durch die Tür geradeaus und dann rechts erstmal und dann nochmal rechts. Okay. Wait. Doch. Geradeaus, rechts und nochmal rechts. Also da quasi, wo du anstatt durch, da wo du hinkommen würdest, wenn du rechts durch die Tür gehen würdest. Okay. Überrat. Du bist bereit? Ja. Go. Warte. Fuck, okay. Da war eine Drohne, du darfst da durchrennen, da ist eine Drohne in mir. Ja, das war dumm. Das war dumm von mir. Ich bin wieder bereit. Okay. Warte kurz. Jetzt. Renn durch. Ja? Yes? Du bist jetzt in dem kleinen Raum, ne? Ja. Okay. Dann renn jetzt in den nächsten Raum. Ja. Und dann hoch in die Tür. Und renn durch die Tür weiter nach rechts durch. Oben in den Hauptrechner. Bin durch. Du bist durch, okay, gut. Dann musst du mir, glaube ich, irgendwie den Zugangscode jetzt geben. Virtueller wird Dietrich, genau. Eck macht lustig. Du kannst die beiden gleichzeitig auch halten, ne? Wie denn? Links und rechts gleich. Ja, erstmal den hier. Warte. Ja. Das macht's natürlich einfacher. So, ich glaube, die Tür geht auf. Server geschützt. Now assist in your partner's search for the microchip records. Und wie? Hilf deinem Partner bei der Suche nach dem Chip. Forschung und Entwicklung. Sicherheitsdrohnen, da müssen wir nicht hin. Du bist jetzt überhaupt nicht Rechner Netzwerk, ne? Ja. IP-Adresse? Yep. 192.
Ja. 210. Ja. 207. Ja. 254. 54. Ja. Okay. Eine Bedrohung erkannt. Vier Revolten. Partner greift auf das. Oh Gott, die letzte war richtig kacke gelaufen. Fireball. Aua, Feuer. Fireball analysieren. Ach so, ja, jetzt muss ich mir sagen, wie die aussieht. Okay. Ich habe rechts, habe ich so einen Sonnenkreis quasi. Ja. Mit drei Dreiecken, die nebeneinander sind. Ausgefüllt? Und die ist voll ausgefüllt, ja. Okay, und links? Links habe ich so eine Mutter, die einen Halbkreis, die zwei Kreise innen drin hat. Einmal einen kompletten Halbkreis in der Mitte und dann halt so einen kleinen Ausfüller quasi. Easy. Yippie. Das kann man halt nicht. Achso, ja. Ah. Bin ich denn hier? Was ist das denn? So, du bist aufs... nach... Ah. Jetzt mal gucken. Erst mal rein. Okay. Achso. Ups, ich hab dich gelöscht. You made it. Ich hab dich gelöscht. Sorry, Jan. Wie hast du mich gelöscht? Wie hast du denn das geschafft? Er stand hier. Du musst nach... Also was... die blaue Wand, die du siehst, ne? Ich sehe die blaue, ja. Links davon musst du lang. Dahin. Genau, jetzt siehst du wieder die blaue Wand rechts. Also rechts von der blauen Wand. Ja. Hinter dir? Links von der blauen Wand? Okay, so macht's natürlich viel, das macht's natürlich viel einfacher, ne? Und links von der blauen Wand. Du bist da. Ja, du musst, ja, genau. Ja, keine Ahnung, der andere hat mir ja nur gesagt, nach oben, nach unten. Ja, ich wusste halt nicht, wie es aussieht, tut mir leid, für mich ist es halt alles oben und unten. So, KI-Wächter. Ja, oh Gott, nee. Da jetzt hin, wo ist denn das? Das ist ein Dreieck mit zwei mit drei Kreisen. Einen großen und zwei kleinen. Ja, ich weiß nicht, wo der KI-Wächter ist. Hier auf der Seite. Warte. So, ein Dreieck mit zwei Kreisen. Drei. Drei Kreise. Ein großer und zwei kleinere. Oh, fuck. In der Mitte. Ich hab falsch zurückgesetzt. Was? Now assist in your partner's search for the microchip records. Schön, jetzt mal die andere Seite. So, ja, was hast du für einen Wächter? Keine Ahnung, sehe ich noch nicht. Okay, das ist ein Dreieck und drei gleich große Kreise innen drin. Yippie! Jetzt müsste noch mal einer kommen. Okay, das ist ein Dreieck, wo außerrum ein großer Kreis ist und zwei Hübbel. Du bist aus dem Menü rausgeworfen, nachdem ich das aktiviert habe. Was? Alles gut. Ach, jetzt kommt gleich das mit dem Keller flüchten auch noch. Oder übers andere Ding flüchten. Yippie! Was ist denn das? Microchip.zip. Vertraulich. Transfer of the microchip records confirmed. Let's wrap this up. Warten auf Extraktion. Warnung. Partner wartet auf Extraktion. Extrahieren. Oh no, we're detected. Oh no. Nö. Technikabteilung oder Kellerausgang? Kellerausgang. Keller.
Muss dann das Geschütz deaktivieren unten, ne? Ah ja, genau, damit konnte ich hier erschießen. Ich finde das Geschütz vor dem nicht. Ah, hier. Also nicht mit dem Geschütz auf mich schießen. Auch nicht. So. Ich finde das Geschütz vor dem nicht. Du findest okay, das nicht. Ist der Fall. Ich sehe das nicht. Ah doch, da hab's. Geh mal weg da. Kannst du das Geschütz übernehmen? Ja. Hast du es? Ist schon. Hallo. Hi. Gut, so, was muss ich jetzt machen? Download. Ah ja, genau, du musst mir dann gleich sagen, wo ich hinschießen muss. Glaube ich, sehe es sogar schon, oder? Einmal hier, vor mir. Vor dir? Vor mir auf dem Boden, ja, hier. Ah. Ein Stück weiter, zu dir. Zu dir. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Zu dir, nicht zu mir. So, zu mir. So, und das andere ist direkt hier oben links neben dem Pfeiler. Über der schwarzen Linie. Ja, genau. Hier bin ich schon nochmal schießen. Spektre. Hallo. Easy clap, aber wir haben einen Alarm ausgelöst. Ja und? Hackers ID. Cypher. To be continued. Warum gucken die sich eigentlich so dumm an?